Hallo und ein herzliches Willkommen hier zurück zum nächsten Part. Und da sehen wir sogar eine bereits hängende Bombe. Ich hoffe, da ist noch kein Zündkern drin. Los, Carter! Funken Sie sie an und dann weg hier! Ja, ich guck gerade mal nach Munition. Wo soll ich da funken? Irgendwo da oben wahrscheinlich, ja? Ach hey, das hier scheint mir nach einem großen Gefecht auszusehen. Da sind ja überall Granaten etc. Halleluja. Das hier? Nein. Wo zum Geier ist dann... Ah, nee. Hä? Leute, wo zum Geier ist dann der Scheiß? Funkgerät. Ich finde es nicht. Ach, da vorne. Falk, Agent Weaver, hört mich jemand? Verstanden, Agent Carter. Sky Ranger One hört Sie. Ich habe Falk und Weaver und bin jetzt unterwegs zu Ihnen. Was ist denn das? Fuck. Die Bombe da oben gefällt mir gar nicht. Ja, mir auch nicht. Aber wir haben gerade Scharfschützengewehr M1903A4 eingesammelt. Ein durchschlagstarkes Scharfschützen-Repetiergewehr für Patronen des Kalibers 0.30 bis 0.6. Ich habe keine Ahnung. Wollen Sie lieber wieder zurück zur Basis? Sollte schon gehen. Solange wir keine Tests durchführen, oder? Da kommen Sie! Riss, bleib! Macht euch bereit! Sie haben die Position abgeriegelt! Wir sind unten! Sagen Sie uns, wo wir hin sollen, Carter! Ja, das mache ich doch gerne. Ich mache mich auf den Weg! Und zwar sollt ihr... Einmal bitte... hier... Ausrücken! Geh in Stellung! Und... den da bitte einmal... Da, okay, ich glaube, das war der selbe. Entdeckung! Bin unterwegs! Dahin. So, kommt hoch. Setze mich in Bewegung! Ihr Genies. Wir holen sie, sobald sie herkommen. So, dann setz mal bitte dein Geschütz. Ach, jetzt kann er es nur da oben hinwerfen. Kann man nicht irgendwie da runter. Schade. Ein Geschütz dahin. Dahin! Raketenturm bereit! Einmal. Bitte. Feuer. Das ist Ihr Ziel! Schalte ihn aus! Na los, wir haben es fast geschafft! Hab ich dich! Gut. Lasst sie kommen. Aber anscheinend kommen sie nicht so gerne. Dann hole ich mir den. Mist. Ah, verdammt, da kommen sie doch. Nee, das war unserer. Oh, Leute, warum bleibt ihr nicht da oben? Kein so Haltebefehl. Das fände ich ganz geil. Ja, sie kommen gerne da nach oben. Reißen Sie sich zusammen, Carter! Ja, ist ja gut. Was kann ich denn da eigentlich machen? Heilung aktiviert! Ha, für alle. So, Kollege, du kritischer Schuss. Los, draufhalten! Ich erledige ihn! Okay, und Artillerieschlag. Gut, das war jetzt doch davon. Besorgt mir Artillerie! Feuerunterstützung kommt! War das Ding gleich kaputt? Wo ist Falk? Können Sie ihn sehen? Nee. Karte! Nils! Vorsicht! Los, Falk! Kommen Sie! Noch mehr Kapseln! Jo, jetzt haben wir keinen Artilleriestreik mehr. Ja, der ist jetzt aber oben geblieben, lustigerweise. Jetzt muss ich ihn da runter taxieren. Da. Komm da her. Los, da in Deckung! Keine Ahnung, wie lange wir das durchhalten! Und dann legst du mir eine Mine hier vorne hin. Mine legen, da! Und du feuerst auf Angriff. Den. Angriff! Erfasse Ziel! Und ich suche mir da unten ein. Insektoide. Ziel ausgeschaltet! Nächster. Verdammt, sie haben sich verschanzt! So, warte, da hinten, das Ding ist doch auch noch aktiv, ja. Okay,
Das heißt, unser Türmchen kommt jetzt. Ah, da kommt man jetzt auf einmal runter. Toll. Hier wird's fischel. Warum ging es eben nicht? Ich würde gerne nochmal hoch. Bringen Sie ein Geschütz in Stellung! Bereite Geschütz! Nein, vor. Nein, nein! Total ver. Ah! Steuerung! Steuerung! Beschränkte Steuerung. Eliminieren Sie ihn! Eliminieren. Angriff! Schauen Sie mir, er gehört mir! So. Irgendjemand muss die Abwurfkapseln, glaube ich, killen. Weg mit dir, du blödes Mistvieh! Der Abwurf ist immer noch nicht fertig. Den würden wir jetzt brauchen, ey. Komm schon, komm schon, komm schon. So, wie viele werden es mittlerweile? Gerade hinten her. Mist. Etwas uneffektive Granate. So, kritischer Schuss. Los, draufhalten! Passt. Befördern wir ihnen jenseits! Das war's, weiter! So, jetzt Kommandoschlag. Fackelt das Areal ab! Hier kommt Unterstützungsfeuer! Ach, das ist ja jetzt nicht wahr. Hatte schon bessere Tage. Carter, wir sehen, dass sich feindliche Kräfte ihrer Position nähern. Diese Dreckschweine geben einfach nicht nach. Skyranger, wie schnell können Sie den Explosionsradius auf dem Testgelände räumen? Explosionsradius? Carter, was haben Sie? Ich werde die Testsequenz starten. Nur so kann ich verhindern, dass Sie uns verfolgen. Und kann's Ihnen heimzahlen. Carter, er hat recht, Sir. Der Skyranger ist auf Geschwindigkeit ausgelegt, aber mit diesen Outsider-Schiffen kann er nicht mithalten. Also gut, dann los. Gut, verpassen wir diesen Dreckskerlen ein kleines Andenken an uns. Hell yeah. Sequenz starten. Hören Sie. Wir sind weder in Sicherheit, noch ist der Kampf zu Ende. Aber halten Sie sich an mich und tun Sie, was ich sage, dann schaffen wir das. Ja, Sir. Wir sind dabei, Agent Carter. Okay, die Landezone verteidigen. Das heißt jetzt wirklich... In Deckung, los! Hier überall in Deckung gehen. Du gehst hier drüben in Deckung. Was ist hier los? Und dann gibt's von Feuer hier. Eröffnen! Ich sehe sie! Stellen Sie ein Geschütz auf! Da kommen welche! Ein Geschütz. Bin bereit! So, von mir gibt's da hinten eine Granate rein. Da ist er! Der Skyranger! Skyranger und Carter! Agent Carter, melden Sie sich! Hier spricht Carter. Sie wollen's wohl spannend machen, was? Wir kommen. Gehen Sie an Bord. Okay, der Skyranger sieht cool aus. Gott, was ist das für ein Vieh? Kritischer Tarnung Schuss. Einsetzen! Ich tarne Geben nicht. Sie ihm den Rest! Ich erledige Drohne. Ihn! So, auf an Bord. Und weg hier. Uh-oh. Boom. Okay, Missionsergebnis. Gesamtzeit 50 Minuten. Ja, wir haben ein bisschen lange gebraucht. Truppenstatus 39 Kills, 16 Kills, 12 Kills. Okay. Wir haben mal Technologie erbeutet. Standard-Pack Maschinenpistole. Outsider-Aktivitäten. Einige abgeschossen. Und Luftbilder von Groom Range zeigen, dass die Anlage völlig zerstört ist. Durch die kombinierte Wirkung des Überraschungsangriffs durch unbekannte Kräfte und der ungeplanten Explosion geheimer Prototyp-Munition. Bergungsversuche für Mitarbeiter oder Technologie werden nicht empfohlen, da mit hoher Wahrscheinlichkeit gegnerische Kräfte vor Ort verblieben sind. Die Überlebenden dieses Angriffs beginnen an einem nicht näher genannten Ort mit der Begutachtung unserer Möglichkeiten für einen Gegenangriff. Zurück zum Stützpunkt. Nachdem er dem Angriff auf Groom Range nur knapp... Mist. Wir cool. sind in Sichtweite, Sir. Ich setze zur Landung an.
Zentrale, hier Skyranger One. Erbitte Landegenehmigung. Verstanden, Skyranger. Erlaubnis erteilt. Sie haben Landeplatz 3. Ein Loch im Boden reicht nicht, um die Dinger zu besiegen. Geben Sie es zu, Sie sind beeindruckt. Sagen Sie, was heißt Bureau eigentlich? Bureau of Operations and Command. Nie gehört. Sie war nicht eingeweiht. Wow, da geht's tief runter. Diese Basis sollte erst in einem Jahr in Betrieb gehen. Wir haben jeden Mann eingezogen, der für das Projekt vorgesehen war. Aber, nun ja, wir werden etwas unterbesetzt sein. Direktor Falk, willkommen zurück. Die gehören zu mir. Okay. Wenigstens ist dieser Ort hier sicher. Und das soll auch so bleiben. Ich informiere alle Mitarbeiter um 3 Uhr. Kommen Sie dann in die Einsatzzentrale. Ich habe viel um die Ohren, Carter. Agent Weaver zeigt Ihnen alles. Hier unten, Carter. Kommen Sie. Als der Ivan den Sputnik hochschoss, bekam es die Führung mit der Angst. Dieses Projekt erhielt Top-Priorität. Inoffiziell natürlich. Das war's. Lass es so. Nicht mehr bewegen. Okay, die Show ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Carter, das ist Nico da Silva, Senior Field Agent. Nico, Sie teilen sich Ihren Arbeitsplatz mit Agent Willkommen Carter. Willkommen in der modernsten Anlage der Welt. Falk will, dass er schnellstens einsatzbereit ist. Der Zeitfaktor zählt. Zitat Ende. Okay. Tja, kommen Sie, unser Büro ist gleich hier. Ein harter Brocken, diese Weaver. So, da wären wir. Das da ist mein Tisch. Ihrer ist da drüben. Machen Sie es sich bequem, Will. Wie es aussieht, wird das Ihr Büro und Ihr Wohnquartier sein. Ich darf Sie doch Will nennen. Nein, dürfen Sie nicht. Also, ich nenne Sie nicht Agent Carter. Ich bin Soldat, aber so formal bin ich nicht. Ich ziehe William vor. Ja, ich ziehe Nico vor. Auch wenn meine Mutter darauf besteht, mich Nicholas zu nennen. Manches hat man eben nicht in der Hand. Ich sehe schon, wir werden uns schnell anfreunden. Freut mich. Mein Vorrat an Freunden ist in letzter Zeit stark geschrumpft. Was, das, der Silber? Fürs Erste, klar. Falls Sie Fragen haben, nur zu. Und noch etwas. Ja? Der Alte, Direktor Falk. Er ist schwer zu beeindrucken, aber Sie haben es geschafft. Hätte ich nicht gedacht nach der Lektüre Ihrer Akte. Die einzig freudige Überraschung heute. Wie viele hier kennen meine Vergangenheit? Wir kennen uns alle. Keine Sorge, Sie dürfen auch alles über uns lesen. Der Alte findet, je mehr Bindung wir untereinander haben, desto effektiver sind wir. Beim Büro werden Sie sich ändern müssen. Hier arbeiten wir in Teams. Sie scheinen es eher gewohnt zu sein, allein zu operieren. Naja, ich bin es auch gewohnt, dass der Gegner ein Mensch ist. Nach einem solchen Angriff müssen sich alle ändern. Ich bin heute ein anderer Mensch als noch gestern. Wissen Sie? Wie wahr? Wo waren Sie heute Morgen? Auch was mitgekriegt von all dem? Nein, ich habe Daten zu einer Wetteranomalie gesammelt. Auf dem Land. Irgendwas hat Fernseh- und Radiosignale gestört. Alles außer militärische Geräte. Seit dem Angriff ist das weltweit überall das Gleiche. Die haben vor dem Angriff unsere Kommunikation lahmgelegt und damit unsere Koordination. Clever. Aber das hat uns auch geholfen. Können Sie sich die Panik vorstellen, wenn die Öffentlichkeit mitkriegt, dass Aliens angreifen? Sie scheinen sich hier gut auszukennen. Normal arbeite ich nicht in dieser Anlage. Tat eigentlich keiner, bis heute. Ich bin bei der NSA. Aber letztes Jahr war ich einem kleinen Team unter Direktor Falk zugeteilt. Anomalien? Welche Art? Verschiedene, aber alles übernatürlich. Vor ein paar Stunden klang das noch albern. Meist Wetterphänomene. Aber wir bargen auch Depots von diesem Ellerium. Wer ist sonst noch im Team? Es sollte eigentlich bis zum Ernstfall klein bleiben. Jetzt kommen Leute, die schon vorher dafür vorgesehen waren. Naja, wenn sie noch am Leben sind. Es waren schon Leute ausgewählt? Von wo? Vom Militär, Geheimdienst, CIA. Sogar einige Zivilisten. Keiner wusste, dass er ausgewählt war, bis der Anruf kam. Heute Morgen hat Falk das Projekt aktiviert und alle verständigt. Und wer war vorher hier? Ein paar Jahre lang nur ein paar Dutzend Spezialisten. Aber jetzt müssen wir viele neue Kräfte einarbeiten. Ich muss mich erst mal hier orientieren.
Wir reden später. Sicher, Will. Schön, Sie an Bord zu haben. Der Direktor will loslegen. Kommen Sie, sichern wir uns gute Plätze. Das machen wir doch auch gleich. Allerdings sehen wir uns hier wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.